Super, dass ihr da seid. Wollen wir hier die Übung einmal zeigen? Trainer! Feedback, Trainer! Trainer, ich hebe ab, Trainer! Ich hebe ab! Wer jetzt nicht zuschlägt, 50% mit dem Code LATZO für den ganzen Januar. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Rest vom Video, weil da kommt sowieso nur noch Müll. Ich würde sagen, wir gucken erstmal Sascha sein neues Video an. Das muss jetzt erstmal sein. 7 Minuten unsympathisch TV-Video, gestern noch darüber beschwert, dass kein neues kam. Jetzt geht's rein in die Olga. Bevor dieses Video losgeht, will ich ein Spiel spielen mit zwei Freunden von mir. Einmal Marcel und einmal Willi. Wir spielen das Spiel. Ich habe etwas, was du nicht hast. Was ist es? Bro, oh mein Gott, Sascha, Digga, was ist das dann für ein Bart, Alter? Warte mal. Soweit? Ich glaube, das ist... Oh, man! Not again, man! Oh, man! Warte, ich muss es kurz auf mich wirken lassen. Ich muss es kurz auf mich wirken lassen. Um Gottes Willen, nein. Es sieht ja komplett scheiße aus. Also, komplett scheiße ist übertrieben, aber doch, es sieht komplett scheiße aus. Sorry. Beweis genug. Ja, ich habe Bart. Voller Stolz präsentiere ich euch mein 10-Tage-Bart. Heute kommt endlich eine neue Episode von Sascha liest Kommentare. Das heißt, ich war mal... Bro, Kevin Kurani. Kann ja nicht wahr sein. ...wieder unter meinen Videos unterwegs. Back-to-back YouTuber des Jahres. Um zu schauen, was meine geliebte... Ey, sag mal ehrlich, findet ihr den Bart gut? Würdet ihr sagen, Sascha sieht jetzt mit diesem Bart besser aus? Teddy und Mond schreibt übelst fresh. Ja, Digga, komm, geh nicht löschen. Sieht amerikanisch aus. Ja, genau, wie so ein Typ aus Texas, der gerade noch seine Schrotpistole durchgeladen hat. Also, Doc, ich sag's dir ganz ehrlich... Mich würde mal wirklich interessieren, wie du mit so einem normalen Bart aussiehst. So jetzt zum Beispiel so einen, wie ich jetzt gerade habe. Sowas in die Richtung. Aber werden wir wahrscheinlich niemals sehen, weil du ja da keinen hast. Aber ich muss sagen, der Bart, Doc, sag ich dir ehrlich, da ist es nicht. Vielleicht, au, ein Schnauzer könnte dir vielleicht geil stehen. Ein Schnauzer, mal nur den Schnauzer, vielleicht sogar noch einen Ticken länger. Aber diese Kacke hier unten am Kinn, Digga, die würde ich an deiner Stelle direkt wieder wegmachen. Hat er doch nur den Schnauzer mieten, nur den Schnauzer, Mann. Wie kann man so blöd sein, ey? Community für mich so dagelassen hat. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Top-Kommentar von der letzten Episode. Let's go. Tolles Video. Danke, Max. Hallo. Frohes neues Jahr. Mach nächstes Mal deinen Urlaub länger. Hast ihn dir verdient. Ich war im Urlaub und was soll ich sagen? Warte mal, bitte nicht nachmachen. Ron hat in Hogwarts studiert. Und das Profi, ach, das ist Ron, Digga, hab ich gar nicht gecheckt. Warte mal, kurz in den Hogwarts studiert. Alter, gesagt, Avada Kedavra. Bei Ron merkt man halt auch einfach... Moment. Mach nächstes Mal deinen Urlaub länger. Hast ihn dir verdient. Ich war im Urlaub und was soll ich sagen? Kurva. Hat er nicht wirklich gesagt, oder? Das wurde reingeschnitten. Bei Ron merkt man halt auch einfach, Sternzeichen ist Berlin. Alter, ist geisteskrank, was da abgeht. Wie geil waren die paar Szenen bitte, wo Sascha in seine alte Rolle geschlüpft ist? Hahaha, mega unterhaltsam und Nostalgie-Feeling. Ich schlüpfe jetzt nicht schon wieder in die alte Rolle. Kann der Typ nicht einfach einmal sein Maul halten? Wo sind eigentlich die ganzen Spenden unter den Videos? Ah, da ist ja eine. 2 Euro! Marc, ist die Daydate noch verfügbar? Danke, Sascha. Eine kleine Spende, damit der nächste Urlaub außerhalb... Hey, wir müssen echt mal wieder, ohne Witz, es muss eigentlich mal wieder sein. Ich muss mich neben Sascha da setzen und wir müssen mal wieder eine Episode von dort drehen. Eine Episode Nico verarscht YouTuber zusammen. Das wäre eigentlich echt mal wieder lustig. Im alten Sascha-Style. Er muss sich einfach nur daneben setzen und abgefuckt sein. Das wäre zu wild, Digga. ...von Balkonien stattfinden kann. Ich würde mich auch über Vlogs aus dem Urlaub freuen. Worms, wie du gesehen hast, ich war im Urlaub und ich will erstmal nicht mehr in den Urlaub. Zumindest nicht mit Ron. Musste so lachen bei dem ASMR-Clip. Sascha versüßt uns einfach jeden Sonntag. Mein RTL!
Digga, das ist pass so auf, laut. Du. Ich wusste gar nicht, dass es so, dass so ein Topf so laut sein kann, bis wir beim Sober Oktober Sebastian geweckt haben und Ron die Töpfe aneinander geschlagen hat. Digga, wisst ihr, wie laut das ist? Das ist... Digga, ich weiß gar nicht, was mit mir heute los ist. Ich kann gerade dieses Mikrofon einfach mal... Sorry. Du, die Schnauze voll von lästiger Werbung? Ja. Moment. Jo Leute, was geht ab? Die neueste Cap ist jetzt im Shop verfügbar. Wenn ihr Bock drauf habt, dann könnt ihr jetzt sehr, sehr gerne im Store vorbeischauen. Also, ich sag mal ganz ehrlich... Sorry, ich muss noch mal ganz kurz einmal den Clip noch mal neu abspulen. Du, die Schnauze voll von lästiger Werbung? Wenn ihr Bock habt, dann checkt jetzt die neue Cap ab. Wirklich sehr, sehr geil. Gibt's auch jetzt gerade im Sonderangebot. Hab ich gut getroffen, oder? Ja. Lästige Werbung finde ich sehr, sehr räudig, Sascha, von dir, dass du das als lästige Werbung einstufst, denn das ist Qualitätswerbung. Die Lösung für dich. NordVPN. Aha! Ich selber nutze NordVPN. NordVPN, Digga! In meinem nächsten Video kommt hoffentlich auch wieder ein NordVPN-Placement. Denn zum Beispiel, wenn Twitch sich mal wieder spontan dazu entscheidet, dass das Video oder der Clip in meinem Land nicht verfügbar ist. Ja, ja, ja. Aber sobald... Oh, ganz kurz, mir fällt dazu eine Sache ein. Dann plötzlich in Kanada bin, ist der Clip auf einmal verfügbar. Das heißt doch Fondue. Es gibt Raclette und Fondue, oder nicht? Raclette. Und den gibt es als Feature noch einen. Macht Monte doch aber auch absichtlich, sind wir mal ganz ehrlich. Kann ja nicht sein, dass der Typ alles falsch ausspricht. Raclette, Fondue. Macht er absichtlich. Kann er, so blöd kann man nicht sein. Dark Web Monitor, der dich warnt, wenn Gefahren in unmittelbarer Nähe sind. Hä? Geht denn hier gerade ab, Digga? Was nimmt der denn hier so viel aus meinen Videoausschnitten? Ich finde, da sollte ich Monetarisierungsanspruch drauf erheben. Hier sind. So sieht ein Wallhack aus, ne? Wenn man das in COD benutzt. Oder es gibt einen Bedrohungsschutz, der lästige Werbung ausblendet. Aber was soll denn das hier? Hallo! Die Werbung ist super! Hört mal! Also, was willst du dagegen sagen? Zum Beispiel genauso super wie die neue Cap bei uns im Shop. Die gibt es hier mit einem sehr geilen Ton-Colorway hier an der Seite. Richtig gute Verarbeitung. Kann man nichts dagegen sagen. Oh mein Gott, nochmal Glück gehabt. Und ihr habt die... Ey, wie leer die Wand aussieht ohne die Pflanzen, fällt mir gerade auf. Guck mal, hier weißer Raum. Guck mal, jetzt hier diese Pflanzen. Und man denkt, man direkt ist hier im Urwald, ne? I want to... Oh mein Gott, nochmal Glück gehabt. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, bei einem 2-Jahres-Deal 4 Monate on top zu bekommen. Und ihr habt eine... Also wenn jetzt noch ein Clip von mir kommt, dann sage ich euch ganz ehrlich, dann erhebe ich wirklich Anspruch auf die Placement-Kohle, die Sascha hier verdient hat. 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Ich soll euch noch was empfehlen. Ich empfehle... Oha, bla, extra Anzug rausgeholt. Oder Complete-Plan. Falls ihr da zuschlagen wollt, geht jetzt auf nordvpn.com/Sascha. Mein RTL! Ja, aber das ist extrem laut. Man hört es schon übers Mikrofon, wie laut es ist. Danke, Bro. Was? Jungs, bringt bitte dieses Jahr den Crewzember zurück. Danke. Schon letztes Jahr hat sich jemand den Crewzember zurückgewünscht und die Jungs haben Nein gesagt. Aber weißt du was? Für dieses Jahr frage ich die Jungs gerne nochmal. Yo, 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 yo. Wer von euch hat Bock? Diesen Dezember... Crewzember, sagt mir gerne Bescheid. Nein, nein, nein. Was ist ein Crewzember? Digga, Peter. Vor 3 Jahren. 24. Digga, Peter, einfach vor 3 Jahren. Junge, 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 übles Ding. Just in einem Monat. So viel lade ich gerade in 5 Jahren hoch, ich bin doch nicht blöd. Gibt, glaube ich, keinen außer Sascha und Jules, die sich so Mühe geben beim Schnitt von einem Video. Props an dich. Moment mal, was ist denn mit mir? Chat, was ist mit mir? Wisst ihr, was eine random Side-Information ist, die ich gerade für euch habe? Während ich gerade den Chat so wieder gefragt habe und so die Oldschool-Leute von früher hier so mit dabei sind und diese ganzen Oldschool-Emotes, habe ich gerade daran gedacht, wie ich jemanden hinten in, wie heißt der Warzone-Map-Abteil, wo Quarry und so war, in der Richtung, wie ich da jemanden mit der Kar gesniped habe. Kam mir gerade so wie so ein Gedankenblitz durch den Kopf, versteht ihr? Naja, es gibt ja auch noch hungriger Hugo. Ach, der hat mich bestimmt nur vergessen. Oder Knossi. Sascha, was willst du von... Oh, wie sieht Jens denn da aus? Warte mal.
Bro, heftig, Alter. Was willst du von mir? Ich habe noch nie ein Video geschnitten. Dann halt nicht, Knossi. Das Video ist ziemlich gut geschnitten. Format auch eine pure 10 von 10. Fazit: hat sehr Spaß gemacht, es anzuschauen und war absolut unterhaltend. LG, Phoebe. Phoebe, alles Gute nachträglich zu deinem Geburtstag. Phoebe, du bist jetzt endlich 18 Jahre alt. Ein bisschen schade, ich habe kein Partyhut hier, aber ich habe einen Weihnachtsbaum. Keine Ahnung, ob du damit irgendwas anfangen kannst. Phoebe, wie gesagt, alles Gute nochmal nachträglich zu deinem Geburtstag. Alles Gute nachträglich, Phoebe. Uff, Sascha, du bist zu pünktlich. Muss man sich Sorgen machen? Moment. Und da will ich nochmal drauf hinweisen, weil sich hier die ganze Zeit lustig gemacht wird, dass meine Werbung doch nervt. Phoebe hat hier ein Ola Kalan-Shirt an, Digga, und das ist das Zeichen, dass die Werbung funktioniert. Oh shit, vergessen, dass ich hier Nachbarn hab. 21:19 Uhr. Ja, ist doch okay. War trotzdem nicht so cool, glaube ich, gerade für den unten. Also der hat sich, glaube ich, hier hat sich gerade jemand ganz übel abgelegt. Gut, dann machen wir mal weiter. Uff, Sascha, du bist zu pünktlich. Muss man sich Sorgen machen? Geht's dir noch gut? Mir geht's hervorragend. Digga, Faxe 10%. Ey, wer sich Faxe 10% reinfährt, ist wirklich ganz, ganz heftig unterwegs. Wo sind eigentlich die ganzen Witze gegen Saschas Nasenlöcher? Mehr. Sieht man durch den Bart nicht mehr ganz so gut, Sascha. Deswegen würde ich doch ganz gerne, dass du die Schattierungen unter deiner Nase wieder entfernst, damit wirklich diese zwei Riesenlöcher wieder gut zur Geltung kommen. Muss ich persönlich sagen, fand ich besser. Anzeigen. Der Typ hat's verdient, mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkatapultiert zu werden. 8 Jahre durfte ich mir irgendeine Scheiße über meine Nasenlöcher... Aber Moment, die Nasenlöcher sind doch noch extrem groß, sorry. Anhören. Das Ganze ist endlich vorbei und jetzt kommst du und wenn du mit deinem Kommentar... Aber weil er auch so redet. Man kann ja die Nasenlöcher so leicht auffalten, wisst ihr, ich meine? Normalerweise ist man ja so, aber Sascha ist immer so. Ach, da sieht man ja gar keinen Unterschied. Ah, wenn du mit deinem Kommentar das schon wieder auslöst, dann haben auch wir beide ein Problem miteinander. Einfach YouTubes Nummer 1. Unterhaltung vom Feinsten. Schönen Urlaub. Nicht nur, dass ich vor 5 Monaten nicht im Urlaub war. Ich bin schon lange nicht mehr YouTubes Nummer 1. Und YouTubes Nummer 1 ist mittlerweile, und ich gönne es ihm von Herzen, Tomatolix. Bis 2 Millionen Euro für sämtliche Bestandteile des menschlichen Körpers. 1 bis 2 Millionen? Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls du da draußen für mich, Dimitri, noch einen Tinder-Chat, ein Tinder-Profil, ein Insta-Chat oder sonstige Chats hast, sende bitte diese an diese E-Mail-Adresse hier. Danke auch nochmal an NordVPN fürs Sponsoren dieses Videos. Zum Glück verstehen die kein Deutsch. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn es wieder heißt. Ich mach's wie ein Mann. Oh, da hat er ja jetzt einen Schnauzer. Der Schnauzer kommt, warte. Ja, der kommt besser. Boah, Alter. Okay, alles klar, das war wieder mal ein sehr geiles Video von Hen Jesche Zellinger. Da kann man nur sagen, wirklich wieder mal feinste Arbeit geleistet. Ja, wirklich, war ein sehr, sehr gutes Video. Ich find's vor allem krass. Sascha muss sich ja für dieses Video unfassbar viel mit meinem Content befasst haben. Einzig und allein, dass er, wie viele Clips waren das? 16 Stück, 16 Werbeclips von mir herausgesucht hat. In denen ich tatsächlich Werbung für Ola Kalan mache, beansprucht ja auch schon eine gewisse Arbeit, und zwar genau 16 Videos von mir anzugucken. Also auf jeden Fall Respekt dafür.